Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, ein kleines Tool zu schreiben mit dem Namen Mindmap. Es handelt sich um einen Minecraft-Kartenrenderer. Das Ganze nimmt ein Savegame von Minecraft, von der Java-Edition, und erzeugt, rendert dann so aus der Vogelperspektive solche Karten, wie man das hier sehen kann. Genau, genau, und dann erzeugt das solche schönen Karten, die man mit dem Browser sich mit dem Viewer anschauen kann, wie man das so von Google Maps kennt. Man kann da auch ein bisschen rausrollen oder wieder oder reinzoomen. Und als weiteres Features gibt es noch einen Illumination Layer, den man aktivieren kann, um sich dann anzuschauen, wie diese Minecraft-Karte bei Nacht aussieht. Genau, ich habe das Ganze inzwischen vor über 8 Jahren angefangen und der Code ist inzwischen so ein bisschen gealtert. Insbesondere der Generator-Code ist in der ursprünglichen C++ geschrieben. Aber ganz neu, noch gar nicht veröffentlicht, gibt es jetzt eine neue Rust-Version, die ich vor ein paar Monaten angefangen habe, die inzwischen mehr oder weniger feature-complete ist, also die gleichen Karten generieren kann. Viel performanter ist als der alte Code und sehr viel einfacher für die neuen Minecraft-Versionen anzupassen, weil doch über die 8 Jahre viel passiert ist in Minecraft und das Datenformat sich ziemlich stark verändert hat. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über das Datenformat erzählen, aber ich glaube, dafür habe ich gar keine Zeit mehr. Du hast noch 3 Minuten Zeit. Krass. Dann erzähle ich noch ein bisschen was über das Datenformat von Minecraft. Minecraft speichert seine Daten in einem JSON-ähnlichen Binärformat, in so einer Baumstruktur, die dann so blockweise gedieselt wird. Ich zeige da einfach mal so ein paar Beispiele, damit ihr euch das vorstellen könnt. Zum Beispiel Player Data wäre jetzt einfach die Daten für einen Spieler drin und gibt es dann so irgendwelche Felder drin, da kann man so sehen, wo befindet sich diese Spielfigur gerade, was ist in dem Inventar drin oder jetzt für die Kartengenerierung relevanter, die Region Files, die dann tatsächlich die Blockdaten enthalten, die dann immer in so 16x16 Chunks gespeichert sind und dann hat man da viele sehr wilde Datenstrukturen, die über viele Jahre Minecraft-Entwicklung auch immer seltsamer geworden sind und gelegentlich mal aufgerumpft wurden und deswegen muss der Minecraft-Kartengenerator jetzt auch 3 verschiedene Formate unterstützen, weil Chunks auch nur on demand abgedatet werden von Minecraft. Das heißt, du kannst in einem aktuellen Savegame, wenn das über Jahre immer wieder weiter genutzt wurde, auch noch ganz alte Chunks haben, die seit 10 Jahren nicht konvertiert wurden. Und genau, da hast du irgendwelche, was ist das? Kannst das überhaupt nicht erkennen, also gibt es irgendwelche Biom-IDs, die dann sagen, welches Biom ist an der Stelle, Block-IDs, die dann eben zuweisen, welcher Block ist an welcher Koordinate. Und praktischerweise sind auch die Beleuchtungsdaten schon vorberechnet in diesem Savegame drin, sodass ich das für die Beleuchtungskarte nicht nochmal neu berechnen muss, sondern einfach nur aus der Datei extrahieren muss. Ja, ich denke, das war alles. Vielen Dank, Matze. Genau, das findet man auf meinem GitHub unter meinem Nickname NeRaider Mindmap, demnächst auch die neue Rust-Version. Und dich findet man im Moin Village, wenn man sich das mal erklären lassen will. Exakt. Wunderbar.